I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. Haare sind wieder on fleek, Leute. On fleek. Was geht, YouTube? Das fühlt sich so eigenartig an. Jan, warum ist seit 3 Wochen kein Video hochgeladen worden? Und warum bist du in letzter Zeit so inaktiv? Wie viele von euch schon wissen, hat wieder die Schule angefangen. Ich habe wieder so viel Schulstress, like what the fuck? Und dazu kommt noch, dass mein Handy seit 2 Wochen in der Reparatur ist. Das heißt, ich kann nicht mal aktiv auf Instagram, Snapchat, sonst wo sein. I am so, so sorry. Die meisten von euch glauben wahrscheinlich schon, dass ich tot bin. Aber ich lebe noch. Das Video ist der Beweis. In meinem heutigen Video geht es um... Okay, meine Stimme ist gerade abgekackt. Okay, das hat niemand gehört, das hat niemand gesehen. In meinem heutigen Video geht es um typisch Mädchen. Ich will auch ganz kurz anmerken, dass ich auf jeden Fall nicht gegen Frauen bin oder sonstiges. Nehmt einfach dieses Video ein bisschen mit Humor, so wie immer in meinen Videos. Viele von euch fragen sich gerade wahrscheinlich, Jan, woher willst du wissen, was so typisch für ein Mädchen ist? Tja, tja. Halt, stopp. Ich bin mit 2 Schwestern aufgewachsen und glaub mir, das war ein Trauma. Das ist einfach, ich bin traumatisiert von meiner Kindheit. Dann frei. Was? Hi. Oh, ich habe schon wieder gestört bei deinem Video. Viel Spaß bei meinem Video. I'm a Barbie Girl in a Barbie. Dass Frauen allgemein das Shoppen lieben, das weiß ich, das weißt du, das weiß President Obama. Nur etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, und das ist wieder so typisch Mädchen. Folgende Situation. Du, Chan, wollen wir shoppen gehen? Ja, klar, können wir gerne machen, aber... Sag mal, hast du nicht letztens gesagt, dass du pleite bist? Ja, Mann, ich schwöre, Mann, ich habe mein ganzes Geld für Nagellack, Foundation und so ausgegeben. Aber ich schwöre auf alles, man kann doch so, keine Ahnung, so ein bisschen... Hier, ich brauche doch nicht Geld, um zu shoppen. Hier, was für einen Sinn hat es dann? Aber weißt du was, Jan, du regst mich sowas von auf, ich gehe alleine. Stimmungsschwankungen? Boah, Jan, kannst du aufhören zu atmen? Was? Was passiert, wenn ein Mädchen ihre Erdbeerwoche hat? Folgendes. Irgendwie habe ich Heißhunger auf alles, Leute. Jan! Hä? Kannst du bitte für mich Binden oder Tampons holen? Bitte. Ich lauf aus. Ich hol dir keine Binden. Jeder glaubt, dass ich voll das perverse Arschloch bin. Ja, ha, ich weiß. Einen Gefallen kannst du auch mal deiner Schwester tun, oder? Na, fein. Boah, Chat, ich schwör mir, ist mir doch egal, ob er eine neue hat. Ich bin sowas von über ihm weg, Alter. Das ist so oder so voll die männliche Bitch, ja. Und seine neue Freundin. Die habe ich vorhin auf Instagram abgecheckt. Wenn du über ihn hinweg bist, warum stalkst du dann sein Instagram? Ja. Wenn du mit deiner Schwester, mit deiner Freundin oder mit deiner Kumpelfreundin, sagt man das so? Ich nenne es jetzt einfach so. Wenn du auf jeden Fall irgendwas mit dir essen gehen willst, dann dieses... Ich bin auf Diät. Ey, Chaniqua. Hä? Wollen wir zu McDonald's? Ey, ich schwöre, ich würde so, so, so gerne gehen. Aber ich mach gerade Diät. Kennst mich doch. So, ja, stimmt. Ja, okay, dann scheiß drauf. Warte. Ich hab nicht gesagt, dass wir nicht gehen können. Was? Ich hab gesagt, ich kann auch mal... Ich meine, ich kann auch einen Tag aussetzen. Cheat Day. Genau, ich kann Cheat Day machen, ja? Sicher. Einmal aussetzen. Und ich kann auch einen Salat oder so essen bei McDonald's. Ich meine, das macht doch gar nichts, weißt du? Ist ja nicht so, dass der Dressing genauso viele Kalorien hat wie so ein Cheeseburger, aber scheiß mal drauf, lieber einen Salat anstatt so ein Cheeseburger, ne? Dieser Punkt, ich sag nicht, dass er auf jeden zutrifft, aber das ist meistens so. Weshalb auch immer, einfach typisch Mädchen. Boah, schon, ich schwöre, ich sehe heute so scheiße aus. Ach, Quatsch, du siehst gut aus. Doch. Okay. Du bist hässlich! Hast du mich gerade hässlich genannt? Spinnst du, du kleiner Bastard? Giovanna, das geht an dich! Ey, sag mal, ist dir kalt? Was? Nein, mir ist nicht kalt. Bist du dir sicher? Du kannst gerne meine Jacke haben, ist gar kein Problem. Mädel, nimm einfach meine Jacke, okay? Nimm einfach meine Jacke. Ich muss doch etwas dazu anmerken, es macht mir gar nichts aus, mir eure Jacke zu geben. Like, no problem, I don't give a fuck. Aber ich habe so ein paar Freunde, deren Namen ich gerade nicht nennen will. Spaß, ich meine Giovanna. Giovanna nimmt jedes Mal meine Jacken und danach sehe ich sie nie wieder. Es ist wie das schwarze Loch. Ich kann eine ganze Kollektion mit meinen ganzen Jacken, mit meinen ganzen Pullovern machen, Giovanna. Es ist einfach so weg. Es ist dann weg. Und ich sehe es nie wieder. Läuft bei dir, Giovanna. So, Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Moment, dieser Satz ist so 0815. Falls euch dieses Video gefallen hat und falls ihr Beyoncé mal nackt sehen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Ah, mein Kopf. Läuft nicht bei mir.
läuft gar nicht bei mir. Leute, ich habe mir gerade meinen Kopf richtig fett an dieser Bettkante angestoßen. Aber das ist hier Holz. Ich mache einfach nur diese Decke drüber, weil ich mir denke, ey, das sieht voll Tumblr aus und voll Ikea und so. Ja. Und wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, typisch Jungs, dann gebt diesem Video auch einen Daumen nach oben. Oder schreibt es einfach unten in die Kommentare, ist euch überlassen. I don't know. Falls du noch einen Punkt hast, der so richtig typisch ist für jemanden, der eine Vagina hat, dann schreibt es doch bitte einfach unten in die Kommentare. Habe ich gerade das Wort Vagina in meinem Video fallen lassen? Ich glaube schon. Dann würde ich jetzt sagen, adios amigos. Bis nächsten Sonntag. Pünktlich. Bichitos. Ciao.